Der Bornhöck ist aus Steinen ganz verschiedener Herkunft aufgebaut. Er besteht teilweise aus weißem Sandstein, das sehen wir hier. Er besteht aus Porphyr und er besteht aus Findlingen. Und alle diese Steine stammen von unterschiedlichen Abbaustellen, die wir teilweise auch lokalisieren können. So wissen wir, dass der Sandstein aus einer Mindestentfernung von etwa 8 Kilometern antransportiert worden sein muss. Die Porphyre stammen aus einer Entfernung von mindestens 10 Kilometern. Es ist also eine ganz gewaltige logistische Leistung hier erbracht worden, diese etwa 350 Kubikmeter Steine für den Steinkern des Hügels anzutransportieren. Die eigentliche Grabkammer dieser großen Bestattung ist ja nicht mehr erhalten. Auch die Steine des Steinkerns sind weitgehend abgetragen. Aber wir haben hier das ganz große Glück, dass wir im Boden die Abdrücke dieser Bretter noch finden können. Und wir können genau ausmessen, wie groß diese Eichenbohlen waren, die hier gestanden haben. Und wir sind sogar in der Lage, die Winkel zu bestimmen, in denen die Eichenbohlen gestanden haben. Und zur Verdeutlichung haben wir hier einfach mal zwei viel, viel schmalere Bohlen in diese Abdrücke hineingestellt, sodass man erkennen kann, wie hoch etwa die Kammer gewesen sein muss. Wir kennen eine durchaus ähnlich aufgebaute Grabkammer in dem berühmten Fürstengrab von Leubingen. Allerdings ist diese Grabkammer viel, viel kleiner dimensioniert. Wir haben hier eine Grabkammer vor uns, die hat eine Breite von 3 Metern gehabt und eine Länge von 5,50 Meter. Das ist eine ganz, ganz bedeutende Entdeckung, weil diese enormen Ausmaße der Grabkammer zeigen uns, dass der Bornhöck von Beginn an als ein solches gewaltiges Monument geplant war und dass er nicht etwa wie ein Grabhügel der Größe von Leubingen zunächst gebaut worden ist und dann nach und nach auf die uns nun bekannte Größe angewachsen ist. Das Dach ist fast 3 Meter hoch, das ist ja fast ein richtiges Haus sozusagen, ein richtiges großes Zelt, was da aufgerichtet worden ist. Und das bedeutet, dass wir hier es mit jemandem zu tun haben, dessen Größe innerhalb der Gesellschaft wir gar nicht fassen können, weil wir nicht vergleichbare Funde bislang haben. Das ist der größte Grabhügel Mitteleuropas, den wir kennen, mit etwa 13 bis 15 Meter Höhe, 60, 70 Meter Durchmesser. Den muss man sich weiß vorstellen und vielleicht rot bemalt. Nicht? Und dann hat man einen Hügel, der weithin strahlt und ein gewaltiges Monument, das ist eine Pyramide des Nordens gleichsam, der diese absolute Macht dieser Herrscher zeigt. Und dieser Hügel ist natürlich immer für die Menschen faszinierend gewesen und war eine Landmarke, nicht? Der ist auf den Karten des 18. 19. Jahrhunderts dargestellt. Der ist mit Bornhöck benannt, er ist ein Feldherrnhügel, von dem man auch die entsprechende Aussicht hat. Aber obwohl der Hügel dann im 19. Jahrhundert abgetragen wurde und obwohl er im Mittelalter geplündert wurde, ist er für uns von ungeheurer Bedeutung, weil wir durch minutiöse Grabung ganz genau sehen können, wie ist er aufgebaut, wie groß ist er, in wie vielen Phasen entsteht er. Über der Grabkammer wurde ein Hügel aus Findlingen und Bruchsteinen angehäuft. Der hatte einen Durchmesser von etwa 18 Metern. Und dieser Steinhügel war überdeckt von einer Erdanschüttung von mindestens 65 Metern Durchmesser und etwa 13 Meter Höhe. Musik.
Eine Blockbergung funktioniert im Wesentlichen so, dass man einen archäologischen Befund vor sich hat. Man beschließt, dass dieser archäologische Befund so wichtig ist, so diffizil auch, dass seine Weiterbearbeitung eigentlich unter den Bedingungen einer Restaurierungswerkstatt geschehen müsste. Also nimmt man diesen archäologischen Befund, in unserem Fall hier der Rest dieser Grabkammer, mitsamt der sie umgebenden Erde mit in die Restaurierungswerkstatt. Hier ist sehr vieles interessant. Wir befinden uns hier an der nördlichen Stirnseite der ehemaligen Grabkammer. Die Stirnseite verläuft genau vor mir. Das sind diese tieferen, schmalen Abdrücke. Und das ganz Außergewöhnliche ist, dass wir von den Längsseiten hier die Abdrücke halber Eichenstämme sehen. Drei Stück. Die kann man so bogenförmig erkennen. Und zwischen diesen Eichenstämmen befindet sich so ein weißliches Material. Und dieses weißliche Material, das ist purer Ton. Und daher wissen wir, dass die Zwischenräume zwischen diesen Eichenstämmen, die hier so schräg aufragten, mit diesem weißen Ton abgedichtet waren. Das ist deswegen so interessant, weil wir von der Grabkammer des Fürstengrabes aus Leubingen die Nachricht des Ausgräbers haben, dass sich dort zwischen diesen Stämmen ebenfalls Ton befunden hat. Also wir haben eine sehr schöne Parallele zu dem bekannten Fürstengrab von Leubingen. Wir haben an dieser Stelle den Ton nachgewiesen und wir haben an der gegenüberliegenden Seite Reste von heruntergebrochenen Hölzern und über diesen Holzresten fand sich eine weißliche Substanz. Und diese weißliche Substanz hat sich als Schilfreste herausgestellt. Und auch über diese Schilfreste können wir nun diese Parallele zu Leubingen ziehen. Denn Leubingen war nicht nur mit Ton abgedichtet, sondern letztendlich auch mit Schilf abgedeckt. Einer der großen Vorteile dieser Blockbergungen ist es ja, dass man die Dinge, die man entdeckt, gleich restauratorisch behandeln kann und auch, dass man sie gleich analysieren kann, wenn man die entsprechenden Geräte dazu zur Verfügung hat. Und das ist bei uns hier der Fall. Und in diesem Fall hat das auch sehr, sehr viel gebracht, denn wir konnten anhand der Mikroskopie ganz verschiedene Dinge analysieren. Beispielsweise haben wir herausbekommen, dass diese bräunlichen Reste, die wir überall in diesen Abdrücken sehen, Holzreste sind. Dort sind auch die Holzstrahlen noch erkennbar.
Man kann Holzzellen erkennen und so lässt sich bestimmen, dass diese halben dicken Stämme, die wir dort als Abdrücke sehen, von Eichen stammen. An anderen Stellen haben wir ein weißliches, fasriges Material gesehen und da konnten wir durch die Mikroskopie feststellen, dass es sich dort um sogenannte Phytoliten handelt. Das sind verkieselte Reste von Gräsern. Und diese verkieselten Reste halten sich sehr, sehr lange Zeit im Boden. Die Gräser sind zwar weg, aber dieses Gerüst, dieses Zellgerüst, das durch die Verkieselung erhalten geblieben ist, können wir dann sehen. Das kann man hier auf diesen Fotos beispielsweise wunderbar ablesen. Und das Schöne an diesen Phytoliten ist es, dass die sich bestimmen lassen. Das bedeutet, am Bornhöck wurde mit Gräsern im weitesten Sinne, also beispielsweise mit Schilf, irgendetwas gebaut. Das ist schon mal eine ganz wichtige Information und wir hoffen natürlich darauf, dass wir anhand dieser speziellen Ausprägung der Phytoliten auch herausbekommen, welche Gräsersorte es war. Also beispielsweise, ob es eine bestimmte Schilfart war, die dort Verwendung gefunden hat. Hier kann man das wunderbar sehen. Diese länglichen strukturierten Gebilde, das sind die sogenannten Phytoliten. Die sieht man mit bloßem Auge nicht. Also das ist eine Struktur, die kann man nur unter dem Mikroskop so erkennen. Die Probenentnahmestelle ist eine dieser Abdrücke einer Kammerbohle. Und da lagen die drauf. Die sind offensichtlich von oben dann, als die Kammer zusammengestürzt ist, heruntergebrochen und haben sich dort abgelagert. Sicherlich kann man davon ausgehen, dass es Ziel war, diese Kammer wasserdicht zu machen. Denn der Bau des Grabhügels über der Kammer hat sicherlich eine ganz lange Zeit in Anspruch genommen. Und das bedeutete, dass auch beispielsweise Regenwasser in dieser Zeit abgehalten werden musste. Und man wollte vermutlich verhindern, dass das Innere dieser besonderen großen Grabkammer irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Wir haben bislang keinerlei Erkenntnisse, dass es einen Zugang von außen zu diesen Kammern gab. Also müssen wir davon ausgehen, dass der Bestattete in die Kammer gelegt worden ist und danach hat man den Hügel erst gebaut. Und das konnte, wie wir beim Bornhöck wunderbar rekonstruieren können, eine sehr, sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Wir haben hier die sogenannte Pfostengrube vor uns und in dieser Pfostengrube lässt sich eine runde Struktur erkennen. Und diese kreisförmige Struktur zeigt uns, wo ehemals der Firstpfosten senkrecht stand. Der Pfosten hatte hier eine ebene Sohle. Er stieg dann nach den Seiten so schräg an. Das setzte sich sicherlich noch ein wenig weiter fort hier. Und er hatte einen Durchmesser von etwa 60 cm. Und das Außergewöhnliche ist nun, dass wir an dieser Stelle nicht nur diese bräunlichen Holzreste haben, sondern hier sogar die einzelnen Jahrringe erkennen können. Also wir können quasi nachvollziehen die einzelnen Wachstumsphasen dieser Eiche, die dort verwendet worden ist, um diese Grabkammer bauen zu können. Wir wenden jetzt hier ein terrestrisches Laserscanning-Verfahren an, indem wir mit diesem terrestrischen Laserscanner diese Oberfläche hochgenau abscannen, im Punktabstand von 1 mm und für die Gewinnung eines dreidimensionalen Modells. Im Vergleich zur herkömmlichen Zeichnung ist die Genauigkeit natürlich bei Weitem wesentlich höher. Ich habe die tatsächliche Oberfläche, ich kann alle Maße nehmen im Nachhinein, die ich bei einer Zeichnung, wenn ich sie nicht einmal genommen habe, nicht mehr nachweisen kann.
Wir haben die Möglichkeit, verschiedene Schnitte durch den Block zu legen. Die Genauigkeit ist unübertroffen. Wir haben eine unterschiedliche Dichte der Punkte. Das sieht man an den verschiedenen Farben. Also je dunkler der Scanbereich ist, desto dichter ist die Punktwolke. Die hellen Bereiche sind noch nicht mit einer hohen Überlappung. Das heißt, da würde man nochmal nachscannen. Und sodass wir dann eine geschlossene Oberfläche haben mit einer hohen Punktdichte und ohne Lücke. Wir haben jetzt eine Messpunktdichte mit einem Abstand von 1 mm hier angewandt, um die kleinen Details auch zu erfassen. Und die Kombination einmal aus SFM, also aus den Fotos und die terrestrische Aufnahme, bietet dann auch einen hohen Abgleich, sodass man mögliche Fehler auch korrelieren kann. Und dann haben wir eigentlich einen ziemlich hohen Genauigkeitsgrad im Bereich von plus minus 1 mm für die Oberfläche. Thank you.